Hallo bei autonotizen.de. Ich bin nach Den Haag in den Niederlanden gefahren, um euch den Skoda Superb iV vorzustellen. Den Skoda Superb kennt ihr ja, da gibt es auch schon ein Video dazu. Der hat im Jahr 2019 einen Facelift erhalten mit einem dominanteren Kühlergrill, anderen Schürzen, ein bisschen angeschärften Scheinwerfern und Rückleuchten. Und neu ab Anfang 2020 auf dem Markt kommt er mit einer kleinen Klappe im wieder geänderten Kühlergrill. Hier steckt der Typ 2 Ladestecker drin. Es handelt sich hier um den Skoda Superb iV, den ersten Plug-in-Hybrid von Skoda. Und der entspricht natürlich, wie auch der Superb, dem Passat weitestgehend entspricht, dem VW Passat GTE. Heißt, hier drunter steckt ein, das zeige ich euch jetzt spontan mal, steckt ein 1,4 Liter großer TSI-Benziner mit 156 PS. Und der arbeitet in Kombination mit einem 85 kW oder 115 PS in alter Währung starken Elektromotor. Die Systemleistung des Plug-in-Hybriden liegt bei 160 kW, 218 PS. Alles bekannt vom Passat GTE, wie auch die Lithium-Ionen-Batterie. Die steckt unter der Rücksitzbank im nach wie vor sehr großen Superb. 13 Kilowattstunden Speicherkapazität soll dann für eine Reichweite von laut Norm 56 Kilometern in der Realität so 40 Kilometer sorgen, bevor der Verbrenner anspringt. Was sind so die Unterscheidungsmerkmale des Plug-in-Hybrid Superb zu den Verbrennerbrüdern? Der Kofferraum, der ist ein bisschen flacher. Wir sehen das hier. Wir haben hier ein tiefes Ladefach, aber dann ist es hier vorbei. Es gibt nicht diesen doppelten Boden mit dem großen Unterflurfach. Das Kofferraumvolumen in der Limousine sinkt von 625 auf hier 485 Liter. Um eben einfach den Platz für die Batterie zu schaffen. Im Innenraum selber spürt man davon nichts. Wenn man hier den Superb mal hinten besteigt, die Sitze sind auf meine Größe eingestellt. Ja, es ist so, 1,92 Meter bin ich groß. Und das hier hinten ist so eine Mischung zwischen Tanzsaal und Autofond. Also da sind Langversionen von Oberklasse-Limousinen bei teilweise nichts bei weitem so geräumig wie der Superb hier und neu seit dem Facelift diese optionalen Schlafkopfstützen. Also wenn ich jetzt hier hinten sitze und schlafen will, fällt mir der Kopf nicht zur Seite. Ziemlich cleveres Detail, genauso, das kennt man schon, den Tablet-Halter hier, da kann ich eben das Tablet reinmachen und dann hier als Kind zum Beispiel Fernseh schauen auf langen Strecken. Also hinten passt es wunderbar im Superb mit Isofix auf den äußeren Sitzen hinter Kappen, nicht Klappen, aber gut erreichbar. Ausreichende Kopffreiheit auch bei der Limousine, die bei uns hier weniger gefragt ist. Natürlich kaufen mehr Leute in Deutschland den Kombi und wie es sich vorne so anfühlt und ansieht, schauen wir uns jetzt auch an. Der Superb mit Facelift stand ja noch nicht vor meiner Kamera, deswegen mal ganz kurz die paar Änderungen hier im Innenraum für euch als Update. Es gibt ein paar neue Materialien und neue Kombinationen. Wir haben hier einen Superb Style stehen. Der hat hier diese gebürstete Aluminium-Optik-Leiste im Armaturenbrett. Es gibt den iV übrigens und das unterscheidet ihn vom Passat GTE in verschiedenen Ausstattungslinien. Ambition, Style, Laurin und Clement und auch als sportlichen Sportline. Zu den Preisen später mehr. Voll digitales Cockpit-Display ist hier drin, kennt man natürlich auch aus dem Konzernbaukasten. Da kann ich dann hier über die View-Taste im Multifunktionslenkrad mir verschiedene Ansichten, wie zum Beispiel eine große Navikarte, Bordcomputerangaben, aber auch klassische Rundinstrumente hinein konfigurieren. Das knopflose Navi kennt man bereits vom Vor-Facelift-Modell. Neu seit dem Facelift ist der MIB3, der modulare Infotainment-Baukasten der dritten Generation. Und der hat hier natürlich auch ein paar Plug-in-Hybrid-spezifische Menüs. Wenn ich hier auf den E-Mode gehe, kann ich einmal sagen, das Auto soll rein elektrisch fahren. Ich kann im Hybrid-Modus das Auto selber walten lassen oder dann hier über die Pfeiltasten auch den Batterieladezustand befehlen, den er praktisch während der Fahrt nachladen soll. Also mit dem Verbrenner zum Beispiel über Land fahren und dann im Stadtgebiet eben mit voller Batterie rein elektrisch zum Beispiel in für Verbrenner gesperrte Bereiche fahren. Dann kann ich über den Fahrmodus-Schalter die bekannten Einstellungen des P-Driving Modes eben einstellen. Im Plug-in-Hybrid ist das DCC immer serienmäßig, aber ohne die Tieferlegung um 10 mm, die es sonst mit sich bringt. Dann gibt es noch eine Sporttaste.
Das kennt man vom Passat GT eben, der GTE-Taster, also wo dann der komplette Boost genommen wird aus E-Motor und aus dem Verbrenner. Wie sich das alles beim Fahren so anfühlt, das finde ich jetzt raus. Rein elektrisch geht es immer los und dann kann man auch echt hier durch die Stadt stromern und auch auf Landstraße und Autobahn elektrisch fahren. Ich habe es heute selber ausprobiert, bis Tacho 140 ging es elektrisch voran. Man kann dann aber, ich zeige dir das eben über den Hybridmodus, auch selber steuern, dass der Verbrenner hinzukommt oder mit der Sporttaste dann hier den maximalen Boost rausholen. 7,8 Sekunden ist die Werksangabe für die Beschleunigung von 0 auf 100, 224 km/h die Spitze, wenn es dann mal nicht sparsam, sondern hurtig vorangehen soll. Der Rest des Superb IV, ja, ist Superb der guten alten Schule. Ich mag das Auto persönlich ja sehr gerne. Ein komfortables Langstreckenauto. Die Sitze sind relativ hoch montiert. Man thront also bequem auf so einem Sessel. Nach wie vor, finde ich, könnten die Sitze eine ausziehbare Oberschenkelauflage vertragen. Das wäre dann noch ein bisschen schicker. Wer mehr Seitenhalt will, nimmt eben auch beim Superb IV den Sportline und kann dann hier auf dem Sportsitz mit integrierter Kopfstütze thronen. Die Übersicht passt prima. Wir haben schmale Dachpfosten. Das Cockpit ist relativ flach. Dafür ist auch der Monitor für manche Menschen vielleicht zu weit unten. Das wird dann natürlich teilweise kompensiert durch das digitale Kombi-Instrument hinterm Lenkrad. Teil des Antriebsstrangs ist das 6-Gang DSG, also nicht das 7-Gang, sondern das 6-Gang DSG. Und wenn ich jetzt hier am Wählhebel ziehe, dann schaltet er von D auf B, steht dann hier. Das ist dann also die Bremsfunktion, die Rekuperationsstufe, und ich rolle jetzt hier nicht bis zum Stillstand. Jetzt muss ich bremsen, aber mit einer deutlichen Reduktion der Vortriebskraft, eben mit der Rekuperation der Energie an ja, eine Ampel oder wo auch immer heran. Ich kann aber, jetzt habe ich wieder auf D geschaltet und ich habe hier die Anzeige, ich bin jetzt im dritten, im vierten Gang, und wenn ich dann auf B schalte, dann rekuperiert er in diesem Gang. Ich kann die Rekuperationsstufe selber, zumindest habe ich es bisher nicht geschnallt, nicht verstellen. Weder über den Wählhebel, der natürlich dann in den manuellen oder Sportmodus wechseln kann, aber auch nicht über die Lenkradpedals, denn dann komme ich auch automatisch in den manuellen Modus. Also einfach eine Umschaltung zwischen D für Drive und B für Brake oder Rekuperation. Ab 41.950 Euro gibt es den Superb IV Plug-in Hybrid. Ist deutlich günstiger als der Passat GTI, der bei knapp unter 45.000 Euro losgeht. Aber der ist ja an einer Ausstattungsvariante gekoppelt. Beim Superb gibt es zu dem Preis den Ambition. Und wenn ich den Superb als Sportline nehme, gut ausgestattet und den Passat GTI ähnlich konfiguriere, dann ist der Superb so um die 3.500 bis 4.000 Euro günstiger. Für wen lohnt sich jetzt der Plug-in-Hybrid? Er hat natürlich einen deutlichen Aufpreis von knapp 4.000 Euro im Vergleich zum 150 PS TDI. Für Vielfahrer ja oft eine Alternative. Beim Plug-in-Hybriden habe ich das kleinere Navi serienmäßig, die Skoda Connect-Dienste, das DCC. Wenn man das mal alles so rechnet, dann ist der Aufpreis für den IV bei knapp über 2.000 Euro im Vergleich zum TDI. Und das lohnt sich natürlich, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel mitspielt. Oder die Leasingrate, allein schon wegen der Versteuerung. Der Plug-in-Hybrid wird ja mit einem aktuell halben Prozentsatz oder einem halben Steuersatz für die Dienstwagenbesteuerung versteuert. Das sollte man sich also mal ausrechnen, denn beim Fahren gibt es keine Abstriche. Er ist ausreichend agil, er ist komfortabel, macht Spaß zum Fahren. Das elektrische Fahren macht Spaß und passt auch gut zum komfortablen und ruhigen Superb. Und mein Appell wäre nur, nicht einen Plug-in-Hybrid kaufen und dann nie laden, sondern schon das Auto so nutzen, wofür es eben gemacht ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Lesen des Fahrberichtes. Ich verlinke den, steht unten bei autonotizen.de. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Abonnieren des Kanals, wenn ihr mögt. Danke fürs Video-Liken und danke an den Patrick fürs Filmen. Ciao.